Wir sind in der Woche der Nummer 25. Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Lange, lange ist es her, aber heute geht es weiter. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt mich gefragt die ganze Zeit, während ich auf Malta war, Max, wann kommt wieder Karrieremodus? Wann kommt wieder Dortmund? Wann kommt wieder Liverpool? Wann hörst du endlich auf mit Bournemouth? Jetzt bin ich wieder da und jetzt geht es weiter. Wenn es euch gefällt, wenn euch das Spaß macht und wenn ihr das gut findet, dass es mit Dortmund und Liverpool weitergeht, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen, wenn wir 1000 Likes schaffen für diese Episode. Kriegen wir das wieder hin? Ich denke mal schon, die Euphorie müsste ja grenzenlos sein. Zum Abschluss von FIFA 16 nochmal ein paar Episoden Dortmund-Karrieremodus. Übrigens eines der letzten Videos mit diesem Setup hier, denn das Ganze wird verändert. Ich wandere da hinten hin. In diese Ecke. Das heißt, macht euch gefasst, wenn ich das irgendwann umgestellt habe, dann sieht das hier alles anders aus. So, Videobeschreibung, Links zu IG Vault, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, FIFA 17 könnt ihr davor bestellen. Einfach mal unten reingucken. Und jetzt sind wir schon wieder beim Signal Iduna Park angekommen. Es ist das erste Video, was ich seit Ewigkeiten mit Karrieremodus aufnehmen kann. Ich hoffe, ich kann auch auf Legende spielen. Aber wir schauen mal, gegen wen ich denn überhaupt spielen muss. Und wie unsere Mannschaft aussieht, das habe ich nämlich total vergessen. Es geht gegen Borussia Mönchengladbach. Zweimal gegen Sevilla in der Champions League, gegen die Eintracht und gegen Werder Bremen. Und ich glaube, die Länderspielpause nehmen wir auch noch mit. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob das Hinspiel ein Heimspiel oder Auswärtsspiel ist. Das Auswärtsspiel spielen wir, das Heimspiel werden wir simulieren. Und je nachdem, wie das simulierte Spiel ausgeht, wie das Hinspiel ausgeht, spielen wir eventuell auch drei Spiele. Also wartet ab, würde ich sagen. Gladbach ist auf jeden Fall das erste Spiel. Das werden wir machen und das Achtelfinale, ich sehe nicht, ob heim oder auswärts. Aber das werden wir schon auswählen. Vorher noch vier Nachrichten, bevor wir uns unsere Mannschaft angucken. Wir gucken uns nämlich erstmal die Jugendmannschaft an. Und ich weiß auch nicht mal, wie die aussieht. Petrovic haben wir hier mit einer 64, ein 15 mit 53. Nein, kann ich den mal rauspacken. Den Kollegen kann ich auch rauspacken und den Kollegen kann ich definitiv rauspacken. Das ist nicht so klasse, aber vielleicht ja monatliche Scouting-Anzeit. Leute, es ist so ungewohnt, auf diesem großen Bildschirm zu spielen. Der ist zu schwach mit 17, der ist zu schwach mit 17, der ist zu schwach mit 15, der ist zu schwach mit 15. Haben wir hier vielleicht was Besseres? Nein, 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 auch nicht und nein und nein. Also irgendwie muss jetzt was kommen. Nein, 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 nein. Schade. Aber was soll's, wir haben ja diesen herrlichen Kader bei Borussia Dortmund und der ist, ja, stark auf jeden Fall. Kann ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern, Sharabi und Reus sind verletzt, wir haben Dembele, wir haben Mustafi Isco, wir haben Paslak, wir haben Jovetic, wir haben Dragovic mit Calhanoglu, Dahoud, Castro, Hüsey, Bender, Pulisic, Aubameyang aber zurückgeholt von City, Lukaku, Eriksen, Pacquiao, Hobandowski, ja, kann man mitarbeiten, ich würde sagen, wir skippen mal vor zum nächsten Spiel. Vor dem Spiel gucken wir mal ganz kurz auf die Tabelle. Dortmund Erster vor den Bayern. 10 Punkte Vorsprung müssen wir, würde ich mal sagen, halten. Ab geht's rein in den wunderschön aussehenden Borussia-Park gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Aber wir sind die bessere Borussia und das wollen wir unter Beweis stellen. Das Stadion finde ich aber einfach killer, vor allem in FIFA. Schauen wir auf die Aufstellung der Gladbacher. Sommer, Janschke, Stranzl, Maximovic. Ansonsten nicht sonderlich Neues. Rigotta spielt, Lars Stindl spielt selbstverständlich. Und zwar auf A6. Auch mal interessant. Und Dreierkette. Na, mal schauen, wie das funktioniert. Die Borussia mit vielleicht der besten Elf, abgesehen vom Paslak Horn. Daneben Paslak Oxford, Mustafi, Rodriguez, Özyakup und Dragovic auf der 6. Eriksen, Isco, Aubameyang, Lukaku, Doppelspitze. Und das liegt daran, dass wir ja noch verletzte Reus und El Charavis haben. Aber das wird schon. Unser Red Hat im Kasten, unser Red Beard, ja. Mal schauen. Ab geht's. Ganz stark von Eriksen. Vielleicht jetzt gleich mal die erste Angriffschance hier. Lukaku. Ah, wollte ich auf Aubameyang durchgeben. Aubameyang schön im Zusammenspiel mit Isco und dann fällt er, aber es gibt keinen Elfmeter, fast die erste dicke Gelegenheit. Wir sind überlegen, aber bisher springen keine Chancen so wirklich dabei raus. Vielleicht jetzt mal über Lukaku. Nochmal zurück auf Ricardo Rodriguez. Der auf Isco läuft dann nicht weiter, obwohl ich R1 gedrückt habe. Nicht. Aubameyang auf Isco, das hatten wir gerade schon mal. Diesmal funktioniert aber wieder nicht. Ja, da war ich ein bisschen zu übermütig. Allgemein, die Pässe sind gerade noch nicht so ganz on fleek. Oh, das war nicht so gut gespielt, aber wir kommen durch. Und vielleicht ist das jetzt die große Gelegenheit. Da kommt der Ball auf Romelu Lukaku. 1:0. 26. Spielminute und Dortmund führt. So wollen wir das sehen. Wunderbarer Tiki-Taka-Fußball direkt gespielt und dann Lukaku mit dem schwachen Rechten. Aber das macht nicht Sommer chancenlos. 15. Saisontor bereits. Bei dem läuft's richtig. Ein Freistoß in guter Position und wir haben mit Eriksen absoluten Spezialisten, Christian Eriksen! 2:0, 5 Minuten später. Was ist denn hier jetzt plötzlich los im Borussia-Park?
Ein perfekt getretener Freistoß, Sommer komplett chancenlos, besser kannst du den nicht machen. Absolut genial von unserem dänischen Mittelfeldstrategen da reingezirkelt. Und jetzt muss Gladbach natürlich kommen, aber jetzt werden sie auch offen stehen. Und Dreierketten sind gefährlich. Da haben wir ihn, Ozan Özyurkoğlu. Bisher haben wir von ihm noch nichts gesehen. Jetzt die Flanke und da ist Lukaku. Oh, Gladbach schwimmt. Und da haben wir Aubameyang. Guck mal, wie frei der ist. Guck mal, wie frei der Ozan ist in die Mitte. Und da ist Lukaku. 3:0. Gladbach wird auseinandergespielt. Ab in die Kamera. Bereits das 17. Saisontor jetzt. Nee, das 16. von Lukaku. Wunderbar gespielt und das einfach zu leicht. Unglaubliche Quote, die der Junge hat. Krass. Halbzeit, die Fans, die können komplett zufrieden sein. Bisher ist das eine absolute Demonstration und Horn hat gar nichts zu tun. So müssen wir jetzt genau weitermachen. Und wieder Lukaku. Oh, fast geht die zweite Halbzeit genauso gut los. Und jetzt mal die Gladbacher. Aber Rodriguez ist dazwischen und Horn ist da. Wir haben das erste Mal gewechselt. Dembélé ist drin. Hier am Ball. Und das ist natürlich vor allem gut für Konter. Und schon wieder so ein Freistoß. Dieses Mal 3 Meter weiter weg. Wieder Eriksen. Ein bisschen zu viel. Und da ist Dembélé und er kann sein Tempo natürlich jetzt hier ausspielen. Klasse durchgesetzt. Flanke auf den zweiten Pfosten, aber da steht niemand. Außer Dominguez. Wir wechseln nochmal, wir wechseln doppelt. Der Man of the Match geht raus, Romelu Lukaku. Genauso wie auch Dragovic. Und dafür kommen jetzt Castro und Emre Mor rein. Und Aubameyang direkt mal auf Emre Mor. Gerade haben wir ihn erst angesprochen, gerade haben wir ihn erst eingewechselt. Dribbelt sich hier gut durch, spielt den Ball zurück auf Ozan. Ozan! 4:0, 80. Minute. Da hat sich der Wechsel doch gelohnt. Emre Mor, klasse gemacht, bleibt hier am Ball, legt zurück und Ozan kann es aus der Distanz und das zeigt er hier mal wieder. Drittes Saisontor nicht so gut wie letztes Jahr, aber trotzdem sehr schön. Man könnte fast schon sagen, herrlich, aber noch ist es ja nicht vorbei. Jetzt nochmal der Pass raus auf Aubameyang, aber der kommt nicht an. Und Hermann ist auch schnell. Und jetzt ist auch Schluss. 4:0 gewinnen wir das Borussen-Derby gegen Gladbach und das natürlich hochverdient. Die Fans halten die Schals in die Lüfte und das natürlich vor allem dank Romelu Lukaku, aber insgesamt eine klasse Leistung. Und so werden wir auch weiterhin auf Tabellenplatz 1 bleiben und zwar mit Abstand. Denn wir sind die beste Mannschaft der Bundesliga. Nicht ein einziger Schuss aufs Tor von Timo Horn, das ist eine Demonstration von Macht in der Bundesliga. Das Training darf natürlich nicht fehlen und das ist in Ordnung. Und weil wir das Hinspiel gegen Sevilla zu Hause haben, simulieren wir das und wir spielen mit einer etwas veränderten Elf, abgesehen vom Torwart natürlich. Da spielt beispielsweise Bender Innenverteidiger und Castro Rechtsverteidiger. Ob das klappen wird, schauen wir mal. Die Statistik von Sevilla sieht gut aus. Gegen Beşiktaş beide Male gewonnen und gegen Austria Wien gewonnen. Spielen 4-2-3-1, aber das soll uns nicht aufhalten, natürlich. Und wir schauen, wie das Ganze laufen wird. 2 Minuten gelb für Iborra. Wir warten ungefähr so bis zur 30. Minute. Und Vitolo macht das 1:0 für Sevilla. Was ist denn hier los? Das ist natürlich alles andere als schön. So wollen wir das gar nicht. Und wir verlieren 2:1. Vitolo macht 2 Buden und Lukaku kann nur 1 machen. Wir müssen also mindestens 2:0 gewinnen. Das war jetzt natürlich mal eine faustdicke Überraschung, aber zum Glück ist El Shaarawy zumindest schon mal wieder einsatzbereit. Es geht zu Hause gegen Frankfurt und auch hier spielen wir wieder mit einer veränderten Elf im Vergleich zur Champions League. Das war natürlich gerade ein Schock, aber hier kompensiert Aubameyang so ein bisschen das Sevilla-Trauma. 2 Minuten, 1:0 und am Ende steht es 4:0. Pasler kriegt rot, aber wir haben 4 verschiedene Torschützen. Das ist doch schon mal gut. El Shaarawy, zukünftig ein 5-Star-Skiller. Jetzt bringt uns das nicht, was uns sehr wohl was bringt, ist Dahoud. Der geht nämlich auf 78 hoch. Erstmal senden wir die türkische Nationalmannschaft hier, ja zumindest den Kader ab und dann geht's rein ins Spiel gegen Sevilla. Wir müssen in Andalusien gewinnen. An dieses Stadion habe ich natürlich gute Erinnerungen als Hannoveraner, damals Europa League-Zeiten, aber das ist jetzt egal, wir spielen auch nur Euro League. Irgendwas habe ich da wohl nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Aber doch, wir sind ja in der Champions League rausgeflogen. Ich erinnere mich. Und jetzt fliegen wir eventuell noch aus der Euroleague. Das wollen wir natürlich nicht zulassen. Wir treten mit einer sehr offensiven Elf an und Sevilla mit Rico, Koke, Kolo, Ciak. Wie auch immer, auf jeden Fall keine großen Überraschungen. Vorne drin Fernando Llorente im Kopfballmonster. In den letzten 3 Spielen Lukaku mit 3 Toren, Vitolo mit 2 Toren im letzten Spiel. Das ist natürlich eine Ansage. Unsere Mannschaft haben wir jetzt nicht mehr gesehen. Ich kann euch aber sagen, offensive Vollbauer Özyurkoğlu und Eriksen auf der 6. vor Isco und El Shaarawy, vorne Lukaku und Aubameyang. Es muss einfach was werden. Ricardo Rodriguez wühlt sich da durch und jetzt hat er Platz und jetzt kann der Pass kommen auf Lukaku. Ah, der war nicht gut.
Ein frühes Tor wäre ideal und würde zumindest mal ein bisschen Druck lösen, aber das sieht momentan nicht so aus, weil Sevilla hinten sehr solide steht. El Shaarawy, sein erstes Spiel nach der Verletzung, schickt Aubameyang und der ist ja schnell. Vielleicht schnell genug für Garrigo. Aubameyang! Und Rico ist da. Dragovic, klasse Ballerung gegen den Doppeltorschützen aus dem letzten Spiel. Und jetzt eventuell die Gelegenheit zum schnellen Umschalten. El Shaarawy und da ist Özyakup und zweiter Pfosten. Da wäre Lukaku, aber Rico ist zu gut. Ganz blöder Fehler hinten von Mustafi gegen Krychowiak, aber Paslak sortet es aus, Gott sei Dank. Schön gespielt, Aubameyang. Ah, da war er zu stark. Sevilla macht das hinten extrem stark. Wenn sie den Ball haben, dann kombinieren sie wie hier, verlieren den auch nicht so leicht. Und wenn sie den nicht haben, dann machen sie die Räume extrem eng und sind extrem schwer daran vorbeizukommen. Jetzt wieder Vitolo gegen Ricardo Rodriguez. Die Flanke und wie gesagt, da muss man aufpassen, weil Llorente ist einfach zu stark in der Luft. Halbzeit, das ist noch nicht genug, da muss noch mehr kommen, weil so sind wir definitiv raus. Ganz stark gespielt von Sevilla, Banega 1:0. Jetzt wird es noch schwerer. Jetzt ist es fast unmöglich, um die Verlängerung rumzukommen. Schlecht gemacht hier von Mustafi. Dann wunderbar kombiniert Koke mit dem Ball zurück auf Banega und der ist eiskalt. Totaler Angriff. Anderes können wir jetzt gar nicht mehr machen. Jetzt ist es auch egal. Jovetic und Rico ist da. Gerade eingewechselt. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Die perfekte Antwort. Ozan Eriksen kommt nicht ran. Am zweiten Pfosten ist natürlich nicht der Kopfballspezialist der Mannschaft. Eriksen, aber guckt euch an, wie eng Sevilla das Ganze macht. Eriksen, nochmal auf Aubameyang. Aubameyang scheitert. Der ist bisher wirklich noch überhaupt nicht im Spiel. Rodriguez viel zu langsam für Gaetan, aber der ist zum Glück zu schnell für sich selber. Ganz, ganz schwach von Özyakup. Einfach in den Gegner reingerannt und Horn hält uns im Spiel. Noch ein Wechsel, Rodriguez geht raus, Ben Yedder kommt rein. Wir spielen jetzt mit einer Zweierkette und zwei Vierer-Reihen hintereinander in Offensive. Was ist denn jetzt los? Das war doch kein Foul. Ach, Schiri, komm schon. Bleib doch nicht da stehen, diese dämlichen Keeper, die sind in FIFA einfach nur zum Kotzen. Lukaku nochmal und da ist Jovetic, 1:1. In der 90. Minute, die Dramatik ist da. Wir müssen jetzt den Ausgleich machen und zwar flott. Die Frage ist nur, kriegen wir überhaupt nochmal den Ball Konoplyanka? Der wird in Richtung Eckfahne gehen, aber Paslak ist dazwischen. Nochmal nach vorne und dann ist es vorbei. Der Schiedsrichter pfeift ab, Jovetic kommt zu spät und Sevilla kommt in die nächste Runde. Ganz, ganz bitter. In der Liga zerreißen wir alles, aber im internationalen Bereich geht einfach nichts. Das ist ganz, ganz schlecht. 750.000 für die Euroleague, das ist nichts, aber es ist im Endeffekt nicht so wild, weil so gesehen ist die Euroleague sowieso nur der Trostpreis für die Champions League ausgeschiedenen. Wir haben 13 Punkte Vorsprung. Gegen Bremen geht's aus Fitnessgründen mit einer kompletten B11, unter anderem mit Emre Mor, Pulisic und Dahoud. Und wir gewinnen nicht, wir verlieren zu Hause vor heimischem Publikum mit 1:0 gegen Bremen. Also gerade ist die Moral im Keller. Da kommt die Länderspielpause gerade richtig und deswegen trainieren wir auch unter anderem Paslak gleich zweimal. Mit der Türkei stehen wir momentan auf dem zweiten Tabellenplatz und genau da wollen und müssen wir auch bleiben, um uns zu qualifizieren. Jetzt geht's zu Hause gegen Wales, die haben zuletzt verloren gegen Russland und Frankreich. Eventuell kann uns das zugutekommen, spielen mit Fünferkette und vorne wahrscheinlich mit Gareth Bale, mit Vokes genau. Ramsey, Lucas und Allen im Mittelfeld ist ein starkes Team, aber wir müssen eigentlich gewinnen. Was ist denn momentan los? Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Wieso verlieren wir plötzlich zu Hause alles? Normalerweise ist FIFA doch sowas von parteiisch. Und jetzt sind wir vor dem alles entscheidenden Spiel gegen Russland. Die sind nämlich momentan auf Tabellenplatz Nummer 2 hinter Frankreich und das ist natürlich nicht ideal. Und jetzt ist es gegen Russland natürlich ganz besonders wichtig zu gewinnen. Mit Dortmund verlieren wir zu Hause gegen Bremen und Sevilla, jetzt mit der Türkei gegen Wales und eventuell gewinnen wir ja dafür jetzt auswärts in Russland. Nein, wir verlieren auch dieses Spiel mit 1:0, diese Episode ist eine einzige Seuche. 5 Punkte haben wir jetzt Rückstand auf Russland, das ist alles andere als gut. Aber es ist gleichbedeutend mit dem Ende der Episode nochmal ein Training zum Abschluss. Paslak hat zweimal noch die Möglichkeit, hat zweimal ein C. In Ordnung und damit beende ich's. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Schaut vorbei bei der nächsten Episode des Dortmund-Karrieremodus. Videobeschreibungen sind Links unter anderem auch zum Merchandise, denn das ist heute ebenfalls online gekommen. Also checkt auf jeden Fall den Store in der Videobeschreibung aus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.